Wir haben hier immer noch das Samsung Galaxy S3 und kommen jetzt zu den Benchmark-Ergebnissen, beziehungsweise ich lasse die Benchmarks hier einmal kurz durchlaufen. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Und wir starten einfach sofort mit Nena Mark II. Dann könnt ihr sehen, wie die Grafikleistung dann wirklich ist. So, und da haben wir schon das Ergebnis von letztes Mal, aber wir starten jetzt einfach. Im Inneren des Samsung werkelt ein Quad-Core von Samsung, der Exynos 4412, mit jeweils 1,4 GHz, 1 GB RAM. Und als GPU kommt eine Mali 400 MP4 zum Einsatz. Und die hat auch genug Leistung, wie ihr hier seht. Im Vergleich zum HTC One S hatte ich über 60 Frames pro Sekunde. Also damit musste ich das S3 jetzt erstmal messen. Und da ist es auch schon 58,7. Das HTC One S hatte 60,6, also ein bisschen schwächer, macht aber nichts. So, gehen wir jetzt noch direkt zum nächsten Benchmark. Ich beende das hier alles und an Tutu ist, glaube ich, so genau. Lassen wir das und hier haben wir das Ergebnis vom letzten Mal. Starttest und los geht's. Benchmarks sind natürlich nicht aussagekräftig, wenn es um allgemeine Performance geht, also das Handy läuft immer flüssig, egal ob im Browser oder wo auch immer bei der Videowiedergabe, aber es ist natürlich gut, um vergleichen zu können. Die Ergebnisse könnt ihr dann noch, wer sich das ganze Video nicht angucken will, im Blog nachlesen. Die packe ich dann natürlich direkt rein. Mit den Vergleichen zu dem HTC One S oder natürlich dem Sony Xperia S. Wenn ihr andere Handys habt, könnt ihr natürlich direkt vergleichen. Das sind die aktuellen Versionen, die man im Google Play Store bekommen kann. Dann könnt ihr sehen, ob sich eventuell ein Umstieg auf dieses Handy lohnt. Das Display hat hier natürlich eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixeln. Muss man natürlich dann auch einrechnen mit in die Benchmark-Ergebnisse, dass hier halt eventuell eine höhere Auflösung am Start ist. Besonders im Gegensatz zum HTC One S, welches ja nur 960 mal 540 Pixeln hat, glaube ich. Das läuft hier, also das läuft immer flüssig. Also ich habe jetzt nie irgendwie eine App oder ein Spiel gehabt, wo ich Ruckler drin hatte. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Updates kommen, weil ich habe noch einige Gameloft-Spiele gekauft, die ich natürlich gerne hier auch ausprobieren möchte. Aber geht aktuell nicht. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Besonders Mass Effect würde ich gerne ausprobieren, ist aber auch nicht kompatibel mit dem S3. Was natürlich schade ist. Wenn man schon so viel Geld ausgibt, soll es auch laufen. Also wir sehen hier alles flüssig mit so vielen Animation, 59 Frames. Ich habe keine SD-Karte drin. Kann man natürlich einlegen hier bis zu 64 GB, die müssen dann aber auch speziell unterstützt werden. Ich habe nur eine 32 GB, die ist aber in meinem Razer drin. Man merkt aber den deutlichen Performance-Schub, auch wenn das Razer jetzt durch Android 4.0 schneller geworden ist. Ja, da haben wir das Ergebnis hier: 12.163 Punkte, CPU 7.238, RAM 2.513 und so weiter. Könnt ihr dann alles nachlesen. So, im Vergleich zum HTC One S: Das HTC One S hatte 6.965 Punkte. Also schon deutlich schlechter. So, entfernen wir das, nehmen wir den nächsten CF-Bench, lassen das direkt durchlaufen. Da hat das HTC One S auch relativ gut abgeschnitten mit 9.513 Punkten. Und da gucken wir uns gleich mal an, wie viel das Galaxy S3 jetzt hier bringt.
Man sollte natürlich darauf achten, dass man möglichst die gleiche Version benutzt vom Benchmark. Aber ich glaube, da hat sich in letzter Zeit nichts geändert. Da kamen natürlich noch ein paar Anpassungen mit mehr Kernprozessorunterstützung und so weiter. Aber das schreibe ich dann meist immer dazu, welche Version es genau war. Dauert natürlich alles ein bisschen, das sind mehrere Tests. Aber wie gesagt, wer das nicht alles sehen will, der kann natürlich im Blog nur die Ergebnisse nachlesen. Ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie die Benchmarks da durchlaufen. So, das Ergebnis haben wir hier unten, 13.610 Punkte, also ist schon nicht schlecht. Also wir haben hier zum Vergleich ein anderes Galaxy S3, was hier gepostet wurde, das hatte nur 13.000, also 600 Punkte mehr, nicht schlecht. So, weiter geht's, ich schließe wieder alles und nehme den Velamo. Akzeptieren. Nein. Und wir starten alles einmal. Im Velamo-Test hatte das HTC One S 2443 Punkte. Also mal abwarten, was hierbei rauskommt. Also natürlich hier der SunSpider Test mit der Browser Performance, das ist immer ganz interessant, aber der Browser läuft wirklich sehr gut. Der Scroll-Test, ob sich Fragmente bilden oder nicht.
Mir sieht, läuft das alles sehr flüssig. So, da haben wir es, 2101 Punkte, also weniger als das HTC One S mit 2443 Punkten. Wollen wir nicht weitergeben. Und hier haben wir halt die ganzen einzelnen Auflösungen. Aber das interessiert uns erstmal nicht. Erstmal beende ich hier wieder alles. So, und dann Quadrant, den Standard-Benchmark, den man eigentlich mal als erstes auf seinem neuen Gerät ausführt, um zu sehen, wie gut das ist. Das HTC One S hatte hier 5073 Punkte. Mal sehen, was das S3 kann, beziehungsweise erreicht. Da haben wir es, 5403 Punkte, also mehr als das HTC One X und auch als das HTC One S mit dem Qualcomm Prozessor. Also ist aktuell das wohl schnellste Android Gerät, was es gibt. So, und als letztes nehmen wir dann noch hier den GL Benchmark, aber nur mit der 1.10. Genau, den GL Benchmark ergibt. Und da sehen wir auch nochmal Grafikdetails, 3D-Performance und so weiter. Also mit dem Smartphone dürfte jedes Spiel, also wie gesehen, GTA 3 ist ja sehr ressourcenfressend, sehr flüssig laufen. Und da sind die Animationen, die Spiegelungen des Goldes also wirklich gut zu erkennen. Man sieht zwar auch meine Fingerabdrücke, aber das ist bei einem Touch-Device ja ganz normal. Den Test habe ich nicht mit dem HTC One S gemacht, aber der soll ja auch nur demonstrieren, wie die Grafikleistung ist. Schatten sehen auch sehr schön aus. Also von der Performance her kann man jetzt nicht mäkeln, weder bei der Grafik noch bei der Browser-Performance.
Warten auf das Ergebnis. Das könnt ihr natürlich direkt mit eurem Smartphone vergleichen. Und sehen hier 6622 Punkte bei 59 Frames pro Sekunde. Hört sich also richtig gut an, man hat keine Ruckler gesehen. Ja, das waren die 6 Benchmarks. Die Ergebnisse findet ihr im Blog. Wenn ihr noch weitere Benchmarks sehen wollt, die ich jetzt nicht gefunden habe, aufgegriffen oder nicht kenne, schreibt mir das, dann haue ich euch die Punkte dann direkt im Blog rein oder wir vergleichen das halt mit euren Smartphones, je nachdem, was ihr da alles habt, mit verschiedenen Custom-ROMs und wie viel ihr da rausholen könnt. Und ja, das waren die 6 Benchmarks auf dem Samsung Galaxy S3. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.